Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Police Simulator Patrol Officer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute weiter mit unserem Freund Frank Miller. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Schichten, beziehungsweise wir brauchen unbedingt noch ein paar Sterne. So rum ist es richtig. Insgesamt noch vier. Und dann können wir wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, wenn alles gut läuft, noch ein bisschen. Wenn alles so läuft, wie ich geplant habe, so, können wir relativ bald ein weiteres Stadtteil freischalten. So, wir haben eine neue Ausrüstung, und zwar eine Taschenlampe und Notlichter. Da gibt es bald Graffiti-Vandalismus, wenn wir den nächsten Stern holen, und danach gibt es die Ausrüstung für Straßenabsperrung und die Pylonen. Okay. Entschuldigung. Was habe ich denn heute wieder los? Gut, gehen wir rein, auf jeden Fall in die Schicht und fangen heute mit einer Fußstreife bei Nacht an. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen, bis wir dann irgendwann mal durch sind. Wir versuchen zumindest so weit wie möglich die Schichtzeiten einzuhalten, da ich ein bisschen vorbereiten möchte jetzt für die nächste Zeit, da ich heute auch noch ein bisschen was zu tun habe. Ja, versuchen wir es mal. Wie weit wir heute kommen. Und wenn mal eine Folge ausfällt, dann ist es einfach schlichtweg so. Gut, gehen wir rein in unsere erste Nachtschicht. So wird diese Folge wahrscheinlich auch heißen. Nämlich Nachtschicht. Wenn überhaupt. Eigentlich sollte es mal so sein. Ja, ist doch tatsächlich. Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. So, wir haben eine Taschenlampe. Plupp. Wir fangen mal an, ein bisschen mit Fahrzeuge kontrollieren. Ich hab's doch gehört. Wo, 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 wo. Ich hab's auch irgendwo gerade jemanden gehört, mit Person hat einfach weggeworfen. Da, du bist das gewesen. Stopp. Fahren wir mal nach Person. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Da ist er. So. Man sieht überhaupt nichts. 10.4.23, die hat noch 5 Monate. Okay. Dürfte tatsächlich die Waffe mitnehmen. Oh, sie hat geweitete Pupillen. Ja, gut, was man so in der Nacht im Park mal so macht. Ich habe schon wieder was gesehen. Ich muss sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. So, sie hat auf jeden Fall ein Sprengmesser. Illegaler Waffenbesitz. Mitführen eines Ich Sprengmessers. muss Sie wegen Mitführens eines Springmessers verhaften. Dies ist gesetzeswidrig. Sie sind ein lausiger Cop. Na und? Okay. So, jetzt gucken wir mal gerade. Aber warte mal, kommen wir mal. Ne, kommen wir nicht, ne? Die suchen. Ja, doch immer Springmesser. Auf jeden Fall hat sie ja die Umweltverschmutzung gehabt. Kriegt auf jeden Fall Sie eine werden mit Chance. einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Wirklich? Das ist viel Geld. Tja, für deine Pickup. So, du hast ja Waffen. Kann ich das mitnehmen? Nee. Ich brauche Verstärkung, um meine Nehmen wir die mal Person fest, festzunehmen. weil sie hat ja Waffe dabei. Illegal. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. So, ich nehme mal die Taschenlampe erstmal aus. Tschüss. So. Jetzt kommt die Verstärkung schon mal mit dem Krankenwagen. Mit dem Krankenwagen natürlich. Schön, Mit Sie zu der sehen, Straße. Officer. Hallo. Hi. Wirklich, Olivia. So, jetzt gucken wir mal, ob die Verstärkung die ihr Zeug mitnimmt. Leisten Sie keinen Widerstand und steigen Sie in den Polizeiwagen. Keine andere Wahl. So, ich habe schon wieder irgendwas gehört. So, aber scheinbar nicht. Gucken wir mal, ob sie diesmal die Dame mit einbuchten kann. Und das nur, weil sie ein bisschen Abfall weggeworfen hat. Haben wir so auf jeden Fall erstmal mit der Waffe. Gut, sie hat geweitete Pupillen. Ich habe keine Drogen erstmal.
Ja, egal, wir nehmen sie weg, weil sie die Waffe geführt hat. Wobei sie eigentlich einen Waffenschein hat, aber für eine Handfeuerwaffe und nicht für eine. Falsch, springen wir so. So. Ah, sehr gut. Diesmal buchtest du sie direkt ein. Oh, tschüss. Ja, und weg ist sie. Moin. Gucken wir mal, ob irgendwelche Kennzeichen abgelaufen sind, die so nicht sollen. Wobei das ja auch ziemlich scheiße ist in meinem Park, gell? Position und Ausrichtung. Kriegst du auf jeden Fall auf den Bürgersteig, weil dann bist du ja weg, weil die anderen beiden ja nicht rauskommen hier. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Hm. Gut, Knolle hat er ja. Aha, Kennzeichen abgelaufen. Da ist er noch. So, Strafe falsch parken, abgelaufen. Das Kennzeichen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. So, der auf jeden Fall erstmal raus. Den checken wir mal durch. Und dann gehen wir mal wieder an unseren Schlusskatze. So, beobachten wir mal Leute. Ja, du stehst aber auch scheiße hier, ne? Sehr, sehr. Gut, vielleicht steht auch an der Toilette an, das kann ich nicht auch sehen. Warte mal kurz. Ich muss mal meine Katze raus. Moin. Hallo zurück. Komm, wir gehen mal. Willst du raus? Katze muss mal rauslassen. Und dann machen wir mal weiter mit unserem. Warte mal, welche Person hat gerade Apfel weggeworfen? Wer war das jetzt? Von euch Säcken. Was ist denn Fall? Haben wir gerade einen Fall drüber geworfen über irgendeine Person? Warte mal. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten irgendwo eine Person mit einem Fall drüber. Ah, da hat er Glück gehabt. Da hat er durchaus Glück gehabt. So, checken wir den hier mal kurz abheben. Weil der steht in erster Linie mal in falscher Fahrtrichtung. Und ist natürlich auch Parko abgelaufen und natürlich in der falschen Fahrtrichtung. So, wollen wir nicht abschleppen. Oh, schleppt man ab? Ja, komm, wir schleppen mal ab. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. So, mein Freund, du stehst natürlich an der Bushaltestelle, das heißt, du kommst auch weg. Feldrand, Bushaltestelle. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. So, weg ist er. Du hast deine Parkos auch abgelaufen hier. Ich habe meine Knolle. So, Strafzettel will falsch parken. Position und Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Warte mal, Taschenlampe.
steht jetzt, glaube ich, nicht vor irgendwas, was jetzt irgendwie wichtig ist, ne? Ne, scheinbar gerade nicht. Na gut, gehen wir weiter. So, wir haben jetzt etwa noch die Hälfte der Schicht. Oh, Park abgelaufen. So. Checken wir mal weiter durch. Warte mal, hat er hier irgendwie eine besondere Ladezone? Weil der hat ja eigentlich gar nichts. Ja, er darf. Okay. Ist da im Hintergrund ein Schild drin, also darf er. Wäre hier erlaubt. Welche? Der? Shit, die kriegen die mir, oder? Hallo? So. Oh, der kriegt die noch für Durstbestrafen. Strafzettel. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa 25 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So. Gehen wir mal zurück. Und du hast natürlich noch Abfall. Halt, stopp. Ich muss Sie wegen Umweltverschmutzung mit einem 25 Dollar Bußgeld bezahlen. So viel für so eine kleine Sache? Ja. Tschüss. In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. So. Schon eine Knolle. Der hat ja auch keine, ne? Fahrer wegen Falschparken. Und sie zogen in Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Und da vorne steht einer gegen die Fahrtrichtung. Und der nächste davor steht direkt bei. Mensch, Strafe wegen Falschparken. Position in Ausrichtung entgegen der Fahrtrichtung. Position in Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Gut, der dürfte hier. Schön, Sie zu sehen, Officer. Zurück. Hallo. Moin. Und hier steht direkt der Nächste. So, der kriegt auch noch einen. Der versucht jetzt gerade wieder ein bisschen... Kriegst du noch mit der Radarpistole? Krieg ich nicht mehr, ne? Gefühlt war der ein bisschen fix unterwegs, der Kollege. So. Auf dem Bürgersteig. Entschuldigen Sie, Officer. Ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Versuchen wir es mal. Ich muss zur Polizeidienststelle, um eine Beschwerde einzureichen. Können Sie mir bitte sagen, wo die nächste ist? Klar. Ich zeige Ihnen das nächstgelegene Revier auf der Karte. Warte mal.
Wo sind wir denn gerade jetzt? Da sind wir, ne? Nee, warte mal. Hier sind wir. Da. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Officer. Gut, der haben wir mal kurz geholfen. Stopp, stopp, stopp. Scheiße. Okay, dann müssen wir kurz nun. Müssen wir mal einen Unfall. Ich glaube, ich war gerade nicht ganz unbeteiligt. Moin. Unfallzeugen befragen. Was haben Sie gesehen? Ich habe geblinkt, ich bin gefahren. Ich habe nichts falsch gemacht. Was möchtest du wissen? Was haben Sie gesehen? Diese Person ist plötzlich abgebogen. Kein Blinker, nichts. So, fahren wir mal dafür. Ach, eigentlich kann ich jetzt gar nicht weitermachen. Ich muss jetzt eigentlich Feierabend. Ja, tut mir leid, liebe Leute, den Kollegen übernehmen. Ich mache mich mal wieder vom Acker. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja. Sorry Leute, ich kann leider euch nicht weitermachen. Ich mache hier. Ne, wir müssen Schichtwende machen. Einmal. Ein andermal. Wir wollen jetzt die Wache zurück. Wir wollen jetzt die Wache, oder? Genau, hier ist der Park. Und dann kommen wir direkt zur Wache zurück. Mal kurz gucken. Wo wir sind. Ja, dann machen wir nämlich heute Feierabend. Liebe Leute hier. Damit wir heute ein bisschen was schaffen. So, da sind wir wieder. So. Nochmal kurz checken. Wo haben wir denn meinen. Wo habe ich meinen Schreibtisch hingelegt? Ah, da. Schreibtisch. Und Schicht beendet. Dann sind wir relativ zügig da. Haben wir ein bisschen was erledigt. Ja, wir haben einmal nur was Negatives, aber egal. Ja, passt so. Gut, das eventuell schaffen wir noch zwei Nachtschicht, zwei Tage noch. Dann haben wir zumindest die 1200 fast voll. Grob. Zwei Schichten noch. Und dann passt das soweit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei unserem Police Simulator hier.